die beinahe Dschungelqueen Larissa Marold. In der Glaskugel ist ein Pinguin drin. Und wissen Sie, was der ruft? Ich bin ein Pinguin, holt mich heraus. Ich möchte keine lebendigen Fische mehr fressen. Das hat er nicht verstanden. Husch. Sie war schon einmal da bei uns. Ja. Ja, sie war schon einmal bei uns. Also nochmal Dankeschön für die Einladung. Warum war sie schon einmal bei uns, Herr Verstand? Majestät, Frau Marold war seinerzeit Siegerin bei Austria's Next Topmodel. Schau. Ja, genau. Und da war sie, Dings, und da war sie dann auf allen Gazetten, Spatzenpost, Mickey Maus Magazin. Ja. Ich hab's echt weit gebracht. Wirklich? Ja. Bis nach Australien, gell? Bis nach Australien, in den Dschungel. Wow. Was hat sie dort gemacht? Viel Blödsinn, wie immer. Blödsinn hat sie gemacht? Nein, sie hat das schon ernst genommen. Ich wollte eigentlich heute die Krone mitbringen, aber ist nicht dazu gekommen. Welche Krone? Ist unsere Krone weg, Saferstadt? Majestät, es handelt sich vermutlich um die Krone, die man, wenn man das Dschungelcamp gewinnt, aufgesetzt bekommt. Was ist dieses Dschungelcamp überhaupt? Majestät, das Dschungelcamp ist eine Art moderner Gladiatorenkampf, bei der prominente Menschen gequält werden zum Gaudium des Pöbels, wobei sich mittlerweile auch die dekadente höhere Gesellschaft daran delektiert. Na, servus. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, schöne Schuhe. Reden wir über die Schuhe. Schöne Schuhe. Danke. Wo hat's die her? Von meiner Mutter im Schuhschrank. Wirklich? Die weiß es noch nicht, jetzt schon. Ja. Also sie verdient noch so wenig, dass sie bei den Eltern ins Gewand gehen muss, um fladern zu gehen? Oder nein, ich bin zu faul, irgendwie selbst einkaufen zu gehen. Deswegen muss ich mal so viel verdienen, dass mir jemand irgendwie die Sachen besorgt und ich bezahle den dann. Aber da arbeite ich gerade noch hin. Da sie ist er so faul, dass sie nicht einmal einkaufen gehen würde. Und wer füttert sie? Ja. Kriegt sie das vorgekaut schon oder über wen flohen? Oder was? Nein, da gibt es eigentlich immer Buffet, wie da vorne draußen. Das finde ich sehr... Buffet ist in Ordnung. Buffet, also ich bin da gar nicht wählerisch und bin da sehr bescheiden. Also muss es Babynahrung sein? Ja. Schon? Am besten Apfelmus. Apfelmus? Da kann ich mich nicht verschlucken dran. Jetzt hat sie in diesem Dschungelcamp hat sie ja furchtbare Dinge essen müssen. Was war denn das Grauslichste? Ich habe wirklich eigentlich nichts gegessen außer Sperma. Entschuldigung, Eure Majestät, ich wollte es jetzt nicht. Also wir wollten jetzt keine privaten Details. Das ist eigentlich, das hat die ganze Welt gesehen und ich kann es nicht verleugnen, ich habe gesündigt. Ich stehe dazu, sorry. Eure Majestät, ja? Sie mich bitte verzeihen. Nein, wir sind gerade ganz woanders. Ich kann mir schon vorstellen, wo. Nein. Im Augenblick bin ich von sehr viel Kercher umgeben. Also, ich versuche gerade... Aber um zurückzukommen, ja, es war sehr schrecklich. Es war so grauslich, wie es ausgeschaut hat. Ja, der Geschmack auch. Nein, der Vater... Ah, Entschuldigung. Ich meine, der Rest auch. Bitte die nächste Frage. Vielleicht sollten Ihre Majestät mal einen Schluck trinken. Na. So, das habe ich auch gemacht. Mein Image ist eh schon irgendwie so ruiniert, also ich
habe nichts mehr zu verlieren. Entschuldigung. Entschuldigung. Jetzt schon das dritte oder vierte Mal, dass er sich entschuldigt. Ich mach's wieder gut. Ist das echt oder spielt ihr das nur? Alles echt. Das haben sich auch viele Medien gefragt, meinst du? Man weiß es nicht, Gott sei Dank. Ich weiß es nämlich selbst auch manchmal nicht. Also da haben sich dann Medien darüber unterhalten, wie sie sich verhalten hat? Oder sehr wohl, Meister. Hofbildstelle, bitte. Ein Zauberer verrät auch nicht seine Zaubertricks. Ich bin Action, ich will sowas machen wie Tom Raider. Ja. Sieht man das nicht? Tom Raider. Aha. Gibt's ein Computerspiel davon? Tom Raider? Ja. Ja. Wie geht das? Was ist ein Tom Raider? Man sieht, hier wird vermutlich auf Lara Croft Hofbildstelle angespielt und der Film heißt Tomb Raider. Das sieht dann so aus. Da braucht sie aber einen Brad Pitt dafür. Hat sie einen Brad Pitt? Oder ist sie einen? Single? Viele Brad Pitts hat sie. Wirklich? Nein. Deswegen ist sie ich auch bin ja eine selbstständige Frau. Ich brauche ja niemanden. Außer Buffet. Und so. Vielleicht ist es ein Kommunikationsproblem. Vielleicht hat sich deswegen noch kein Brad Pitt gefunden. Ne? Weil sie denkt, ha? Weil uns ist es jetzt schon dreimal so gegangen. Zweimal und einmal. Ha? Was hat sie denn für eine Ausbildung? Sie ist Schauspielerin, oder? Was, haben wir was gelesen? Schauspielerin? Ich habe, fangen wir mal an mit Matura, dann Schauspielausbildung 2 Jahre, Lee Strasberg. Und Führerschein habe ich auch. Lee Strasberg, was hat sie dort gemacht? Telefondienst, Kantine? Was? Ja, unter anderem. Ach? Nein, ich hatte schon einige Klassen, die ich absolviert habe, irgendwie. Freue mich auch, aber ich habe es geschafft. Aha. Und die Lehrer, die sind eigentlich, also die schwärmen von mir. Ja. Ab und zu. Also, wenn die Zeitungen sie fragen. Es kommen bitte 2 Filme raus. Ein Tanzfilm, wo ich nicht tanze, und ein Horrorfilm, wo ich schreie. Und ich kann auch tanzen. Bald. Wirklich? Bald, ja. Bitte! Du musst jetzt noch trainieren. Aber ich kann schon so Grundbewegungen. Bitte! Braucht's eine Stange oder geht's auch so? Ich weiß, das Outfit ist heute ein bisschen. Aber nein, Stange brauche ich Wir keine. Haben ja das nicht angeschafft, dass er sich so anziehen muss. Ich wollte schick sein für. Ja, man ist daneben gelungen, gell? Aber auf jeden Fall gratulieren die Augen, wir. Das Lächeln sagt aber was anderes. Wir haben eine Schauspielausbildung. Auf jeden Fall gratulieren wir zur Dschungelqueen. Ne? Sie ist ja Dschungelqueen geworden. Fast. Also ich bin Zweitplatzierte. Fast Zweitplatzierte, nur Sache. Korrekt, Majestät. Ja, jetzt, wo ich schon eingeladen bin, kann ich sagen, ich bin Zweiter übrigens. Aha. Aber manche nennen mich auch so Dschungelqueen in der Herzen oder so. Nicht nervös werden. Jetzt auf die. Wir haben es bald geschafft. Einfach nur. Majestät, Siegerin dieser Sendung wurde eine gewisse Melanie Müller. Hofbildstelle, bitte. Aha. Was macht die beruflich? Majestät, sie ist auch so eine Art Schauspielerin. Schau, eine Kollegin. Na, vielleicht von Kollegen hat sie kann Glück man lernen. Und darf, ja, vielleicht darf sie in einem ihrer Filme mitspielen mal. Man da, also die Melanie hat ja auch verdient gewonnen. Ich vergönne das von ganzem Herzen. Sehr diszipliniert, ehrgeizig und sieht und? Ja gut aus. Und man darf ja nicht neidisch sein im Leben. Da verstehen wir uns, gell? Da verstanden? Majestät! Sie haben gesagt, in diesem Camp werden Menschen gequält. Wir verstehen RTL immer besser.
das wollen wir jetzt auch machen, sei verstanden? Zu Befehl, Majestät. Soll ich Palmen bringen lassen, Elefanten, Schlangen? Nein, sei verstanden, wir sind ja nicht bei den Wüten, wir sind ja nicht in Deutschland. Ja? Verstehe, wir machen ein Kaiser-Camp. Zu Befehl, Majestät. Dann brauchen wir noch etwas Grausliches. Etwas, was den Leuten auf den Nerven geht. Irgendjemanden, der Antipathieträger ist. Haben Sie vielleicht so jemanden? Majestät, meinen einen weiteren Kandidaten? Na, selbstverständlich. Selbstverständlich. Was denn sonst? Ich habe zufällig einen vorrätig. Na? Der Sänger und ebenfalls Dschungelcamp-Teilnehmer Marco Angelini. Eure Majestät, grüß Gott. Ich hab was mitgebracht, das ist... Ich muss was... Das ist die Henriette, die Vierte. Weil die anderen drei habe ich schon gegessen. Ja. Und das ist meine Heiz-Idee. Ja. Da hat's eine gescheite Musik. Ja, da brauchen wir jetzt die ganz spezielle Aufbewahrung. Ja? Und lass uns einen Sessel bringen für den... Wie heißt der? Marco. Marco, Majestät, Angelini. Angelini, für den Herrn Angelini. Ja, lass uns einen Sessel da. Schau, da kommt die Runderplage. Herrlich, herrlich. Ja. So. Ja. Da kann er sich gleich hinsetzen. Ja. So, da kann er bei uns bleiben, der Angelini. So. So. So, danke schön, herrlich. Sieht doch super aus. Das passt aber farblich zu meinen Schuhen. Ja. Halt mir das. Oje, oje. Marco, weißt du, Eure Majestät, ist das stabil genug? Ja, 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 für ihn reicht's. Und wenn er reinrutschen sollte, dann. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was macht er beruflich, der Angelini? Majestät, man könnte glauben, Herr Angelini ist sozusagen professioneller Kandidat bei Fernsehshows. Er war schon bei Helden von Morgen, Starmania, X-Faktor, Deutschland sucht den Superstar und Herz von Österreich. Wow. Das macht er hauptberuflich. Man tut, was man kann. Aber Eure Majestät, ich bin ja eigentlich Mediziner. Und die Sache schaut so aus, ich würde gern irgendwie so Medien und mit Medizinisch ein bisschen verknüpfen. Und da habe ich gedacht, vielleicht, dass ich da als Leibarzt am Hof angestellt werden könnte, weil ich sehe, sie schwitzen ein bisschen. Ja, das ist ein Zeichen dafür, dass bei uns alles in Ordnung ist. Wenn er Gespräche wie wir führen müsste, dann würde er wahrscheinlich davor schwimmen. Hm? Nein, wir brauchen nur professionelles Personal bei unserem Hof. Eieiei. Also, hauptberuflich ist er also ein Fernsehsendungsteilnehmer, oder? Mit medizinischer Ausbildung so nebenbei. Da untersucht er sich dann selber, oder? In dem Fall habe ich am öftesten die Larissa untersucht. Ja, ich habe auch am meisten... gelitten. Aber ich will jetzt nicht übertreiben. Ah, er ist auf Psychiatrie? Ne? Ach, da haben wir uns kennengelernt. Darf ich denn, das werden wir Ihnen nie verzeihen. Also, sei verstanden. Machen wir weiter mit diesem Camp, dem Kaisercamp. Die müssen jetzt was Grausliches zum Essen kriegen. Sehr wohl, Majestät. Ich würde vorschlagen, Sie müssen das durchmachen, was Majestät Tag für Tag hier am Hofe ertragen. Ja. Vormärz, Biedermeier. Furchtbar, furchtbar. Wir müssen ja Zeug fressen, das ist ja nicht zu ertragen. Nicht schon wieder. Busch, Busch. Ja. Gib es das hin. Beide müssen es essen. Beide. Wah. Unerträglich. Eure Majestät, Sie wissen aber schon, dass ich das im Dschungel auch nicht gegessen habe, gell? Sie wissen schon, dass ich das sehr gerne esse. Die Küchenschabe des Meeres? Darf ich? Ja. Sehr Vielen Dank, Eure Majestät. Das ist sehr reizend. Ich stehe mal da auf. Wah. Wie isst man das? Auf die Plätze fertig feiern lassen. Na, arbeit damit. Es war nicht raus. Es war nur die Zitrone. Also, besser als. Ist...
Nein. Danke vielmals. Sie können nicht einmal das. Na, gib ihnen was zum Trinken. Trinken. Das muss, aber das ist jetzt wirklich unerträglich. Unerträglich. Das ist so grauslich. Hey. Ja. Ja, jetzt lassen Sie sich noch täuschen von der Farbe, aber. Ja. Ja. Vom Geruch auch noch. Und aber jetzt kosten Sie einmal. Jetzt kosten Sie einmal. Vielen Dank. Ha! Ja, es ist ein Dom Pérignon, aber es ist ein 70er-Jahrgang. Ja. C'est un Dom Pérignon, also für Sie ein Dump Paravent. Ich nehme es zur Kenntnis. Trinkt Sie gerne Dump Paravent? Ja. Ja? Hier schon. Seifenstein? Majestät! Was machen wir mit den zwei Fägeln jetzt? Nun, ich denke, Frau Marold ist ohne dies auf dem besten Wege, ein Weltstar zu werden. Ich glaube, das kann niemand mehr verhindern. Ja? Und für Herrn Angelini gäbe es eine ORF-Sendung, die dringend Kandidaten braucht. Dancing Stars! Puh! Na, Sie sind wirklich grausam, Seifenstein. Also, ihr wünsche ich eine Weltkarriere. Ja? Oder dass sie jetzt? Dumm reiten bis zum Gehtnimmer. Toi, toi, toi. Ja? Und er gut, wie sagt man da bei Dancing? Gut Tanz oder was? Hals- und Beinbruch, Majestät? Ja, sie sollen sich halt zurückziehen. Sie müssen auch mal ein bisschen brav sein, gell?